Hallo zusammen, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Tales of Berseria. Wahrscheinlich wird die Folge heute wieder etwas kürzer ausfallen, was aber diesmal echt daran liegt, dass ich nicht ganz fit bin, aber ich wollte die Folge nicht ganz ausfallen lassen. So, ich wollte mit euch noch die Ausrufezeichen abklappern. It's been a long time, hasn't it, Velvet? I wanted to apologize to you for ages now. Apologize? What for? That business with Arthur. Back then, I said he seemed like a fraud. I know you took it pretty hard, but if he wasn't there 3 years ago, our village would have been destroyed. I'm sorry I doubted him. I didn't trust him then either. I only realized how amazing of a person he was when he saved all of our lives. I'm ashamed of myself. All this time we've been feeling terrible, thinking we may have driven you to leave the village. Please, forgive us. That's not... I didn't... Where have you been these past 3 years? It must have been tough living on your own, without any family to help you. Sorry, you don't have to talk about it if it hurts. But if you ever feel like talking, we're here for you. I know we can't make up for all the pain we put you through, but if there's anything we can do, just ask. And if you'd like, you're always welcome to come back. The whole village would welcome you with open arms. Das glaube ich tatsächlich, dass sie das tun würden. Aber ich bin mir nach wie vor nicht sicher, ob das hier wirklich das Dorf ist oder ob das nur eine Illusion ist. Weil Aizen hat nicht umsonst die Befürchtung. Und Lafiset hat ja auch so eine Art siebten Sinn, was das angeht. Der hat ja sehr, sehr feine Antennen für sowas. Und auch ihm kommt das ja alles komisch vor. Also unser Vieh. Nicht der Alte. Velvet! It's been forever! Great to see you! You haven't changed a whit! What do you mean by that? Have you seen Nico yet? I have. She's as full of life as she always was, right? Come to think of it, nothing's really changed much, has it? I suppose not. By the way, how are Orthy and Russ doing? Those pups haven't changed a whit either. They saw a guy with a big sword walking with a dour-eyed fellow in black. They freaked out and hightailed it. That would be Rokuro and Aizen. Those dogs are as cowardly as always. So, what part of Velvet hasn't changed a whit? She doesn't have any makeup on? Uh-huh. Ach guck, hier ist ja die alte Dame, mit der wir damals schon mal gesprochen haben. The coming of the Malekine are a gift from the Empyreans. A reward for our repentance and our renewed prayers. The Malekine are our blades against the demons. And the exorcists, the hands that wield them. Humanity's hope. You never change. Want me to take you home this time? No! Don't treat me like I'm senile! Okay. Oh! It's you, Velvet. Be careful when fighting prickle boars. If they charge you, punch them in the nose, right? No! Throw sand in their eyes! Sand in the eyes. Got it. You finally started listening to me. You're 16. You've really grown. Yeah. 16? But aren't you 19? Leave her be. Mit dem Alter hat sie damals schon ein Problem gehabt. Okay, hier kommen wir gerade nicht durch. Wir sollten im Morgana-Wald diese Stachelschweine jagen. Der Morgana-Wald, das ging hier hinten wieder raus, ne? Da hinten. Aber ich will hier gerade noch... Wo ist er denn jetzt hier? Und die Truhe aufmachen. Apfelgelee haben wir da drin, das ist ja zum Heilen. So. Jage Stachelschwein im Morgana-Wald, genau. Dann wollen wir doch mal schauen... ja, ganz genau. Ganz da hinten müssen wir hin. Ein ganzes Stückchen laufen. Aber das macht ja nichts. Wir können ja hovern. So. Hier ist auch noch ein Katzgeist. Huch. So. We're looking for prickle boars. Keep your eyes on the thickets.
War eine andere Aufgabe. Das haben wir schon lange nicht mehr gemacht, dass wir nach Stachelschweinen suchen mussten. Genau genommen war das ganz, ganz, ganz am Anfang des Let's Plays. Wo wir auch hier in der Gegend unterwegs waren. So. Wow, das war knapp. Und wo genau ist hier jetzt... Das sind doch keine Stachelschweine. Das sind definitiv keine Stachelschweine. Schweine mag sein, aber Stachelschweine? Vielleicht doch ein Hinweis auf die Illusion? Weil hier eben alles voller Dämonen ist, aber im Dorf, die denken, dass es hier noch Stachelschweine gibt. Ich denke, wir werden es rausfinden. So. Ich bin mal gespannt, ob wir gleich hier in einen Dialog kommen, wenn wir diesen Kampf beendet haben. Ich wollte gerade sagen, Rokko und Eisen haben wir bestimmt zurückgelassen. Ach, hier, da. Das hatte ich gar nicht gesehen, der Stachelschwein. Eieiei. This is hunting? We keep this up and who knows how many we'll bring home. So, aber ich glaube, wir haben jetzt schon alles, oder? Wie geht's weiter? Nee, doch nicht. Ach Gott, guck mal, wir müssen noch in die anderen Bereiche. Jetzt wäre ich gerade aus Versehen direkt zurückgeflogen. So. Das ist ein Zyklop. So, jetzt lass uns mal gerade gucken. Unten. Da müssen wir durch. So, durch den Bereich hier. Ups. Och nö. Ich wollte doch gar nicht so viel kämpfen. Naja gut, das kann auch nicht schaden. Wir hatten ja in der Zukunft... Wir hatten ja in der Vergangenheit schon Probleme in den Kämpfen. Sehr gut. Wieder einmal betäubt. Und... Come on, really? Jawohl, das ist doch super. Jetzt haben wir das schon mal wieder... Haben wir den Kampf überstanden. Wow, so viele Katzgeister hier. Es ist ja Wahnsinn. War eigentlich ja noch irgendwo eine Truhe? Ja, da hinten. Ha, habe ich gerade... Ach, ich bin echt eine Hohlbirne. So. Ja, die Scheinchen halten halt gar nichts aus. So. Und jetzt müssen wir, glaube ich, hier noch raus, oder? Im Moment. Ach nee, da hinten. Jetzt habe ich gesehen, wo wir hin müssen. Ja, jetzt wird doch hier nochmal ein Stern angezeigt. Ach, da ist wieder eins. Ei. Okay, this should be enough. Huh? What's wrong? Nothing. I just feel a little sorry for them is all. I hear you. These prickle boars might have all been family. People can be so heartless. Yeah, I'd forgotten this feeling. But what can you do? At the end of the day, we have to eat just as much as they do. Yes, what can you do in this situation indeed? Luffy's waiting for us. We should run on home now. Luffy. Ich frage mich, Magilu ist irgendwie ein bisschen anders als sonst. Eine lachende Brille, really? Ah, jetzt haben wir eigentlich nochmal was bekommen, dann ist es sowas. Oh Gott, nein. Och nö, jetzt haben wir so viele
Jetzt haben wir so viele Katzgeister dafür ausgegeben. Naja, gut, ist halt so. So. Ich sehe tatsächlich, dass ich die Folge heute so oder so nicht so lang machen kann. Aus dem Grund... Ich glaube, ich habe mich verfahren. Hätte ich doch oben gemusst. Ja, hier kommen wir gar nicht weiter. Aus dem Grund, dass wir relativ viele Kämpfe hier drin hatten. Und bei den Kämpfen muss mehr dargestellt werden und entsprechend viele Bilder pro Sekunde. Dann wird natürlich auch die Datei größer. Und dadurch kommt es dann, dass Folgen, wo ich viel drin kämpfe, automatisch auch direkt kürzer werden. Einfach eben aus dem Grund, dass mehr Bilder aufgenommen werden quasi und mehr Effekte. So, und deswegen ist nämlich jetzt gerade meine Festplatte schon ziemlich hinten gegen. Oh Gott, das nach 11 Minuten. Ich habe generell aber auch das Gefühl, dass hier in diesem Wald auch mehr berechnet werden muss als in anderen Gebieten. Denn hier war auch am Anfang, waren hier die Aufnahmen recht kurz, da die Platte so schnell voll war. Und dann wurden sie irgendwann immer länger. Shopping, hunting, laughing with friends. That was how our life used to be, wasn't it? Yes. It reminds me of my own past. Huh? But wasn't your village... I'm sorry. It's not your fault. The happy times I shared with my family, I still treasure those memories. And even after the attack, I've still been able to find happiness. Eating a good meal... And falling in love? Yes, falling in... Love? Look what you made me say, Bianfu! There's nothing to be ashamed of. Most every girl's happiest memories are of her first love, after all. Don't you think there was someone special out there Velvet had feelings for? A first love? Do you really think so? That's enough of that talk, Bianfu. You sound like an old man. No! I'm only 150 years old and already being treated like an old man! But still, I would like to meet the guy Velvet first fell for. I wouldn't. I see. You're a guy. Jetzt habe ich das eben aus Versehen weitergedrückt. So, ich würde sagen, wir fahren jetzt noch, fliegen, hovern, zurück bis vors Dorf. Und dann geht es dann richtig weiter nächste Folge. Dann können wir da das Essen machen und schauen wir mal, wie es dann weitergeht. Ob dann der Larfiset, der hier im Spiel ist, wirklich aufwacht? Keine Ahnung. Ich bin gespannt, wir werden das erfahren. Ich bedanke mich an dieser Stelle ganz, ganz herzlich bei euch fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr auch morgen wieder mit dabei sein würdet. Und damit macht's gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss!